Ein Familientreffen der besonderen Art fand in der Villa d'Este am Comer See statt. An der Wiege der automobilen Schönheitswettbewerbe trafen sich Alfa Romeo 6C 2500 Coupés Villa d'Este zum Event Villa d'Este Style 2015 One Lake, One Car. Ein Wochenende im Zeichen von Eleganz, Style und Design, das zum vierten Mal Besitzer von Alfa Romeo Villa d'Este Oldtimern aus der ganzen Welt am Comer See vereinte. Für die wertvollen und geschätzten Automobile ist eine Teilnahme wie eine Reise zurück nach Hause, an den Ursprung. Wenn Sie sich unter der großen Plantane auf dem Gelände des Grand Hotels gruppieren, entsteht ein Bild der Harmonie. Die Geschichte der automobilen Schönheitswettbewerbe begann am Comer See. Hier traf man sich seinerzeit mit Neuwagen und präsentierte stolz die herrlichen, meist als Einzelstücke hergestellten Karosserien. Das Publikum wählte und am Ende gab es einen Sieger. Einer dieser Wagen war der Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé mit dem eleganten Blechkleid von Carrozzeria Touring, das im Jahr 1949 gewann. Weiche, fließende Linien, ein dynamischer Gesamteindruck und alles auf dem sportlichen Chassis des 6C 2500 SS. Das überzeugte. Besitzer Signor Fontana ist stolz darauf, dass er für die Hotel-Ikone einen der seltenen Wagen erwerben konnte, von dem bisher nur noch 17 existierende Exemplare bekannt sind. We fortunately it was very important to have a car and the name. This is unique, really, in our hotel. So we decided to bought it, considering that in the 1949 it was the best car of that year here in Villa d'Este, and the name of the hotel was done to the car. So we thought that it was really important to have a car like that in our hotel and in our beautiful maison we have here. Heute ist das Hotel Ressort Villa d'Este das einzige Hotel der Welt, nach dem ein Luxusfahrzeug, heute Oldtimer, benannt wurde. Villa d'Este was the founder of the first Concours d'Elegance, which started Concours d'Elegance Villa d'Este, which started in 1929, and was continued until before the Second World War. Was forgotten for almost 40 years, and at the end of the 90s was revitalized by Villa d'Este. Der edle Alfa Romeo Villa d'Este wurde insgesamt 31 Mal gebaut und mit dem jeweiligen Sonderwünschen des Besitzers ausgestattet. Auf den ersten Blick erscheinen die Karossen beinahe gleich. Doch der Eindruck täuscht. Jedes Fahrzeug wurde von Hand gefertigt und ist somit nicht nur einzigartig, sondern trägt auch das Vermächtnis seines ersten Besitzers bis in die heutige Zeit. It's the history of the car. Mr. Anderloni, who is here too, is the son of the owner of the Touring Superleggera coach work firm. And this car is the really very last example of all the 60 cars from the 30s on until 52. And this car, there was no public anymore. There were no customers that could afford a car like that expensive. So this car is the very last car, not made for a client, but there was no client. He had the car, finished the car with accents, very simplicity, perfect lines. So it was called, what his son said, the last dance of the swan.
Welche Entwicklung der Alfa Romeo Villa d'Este auf die Stilfindung der Carrozzeria Touring hatte und wie früheres Design Aufnahme fand im Gesamtbild des Villa d'Este Coupés, war 2015 eine einzigartige Gelegenheit zum Vergleich. Zwei Modelle der Evolutionsgeschichte nahmen teil. Ein 6C 2500 Sport mit dem frühen Touring-Chassis und ein 1900 SS Touring, der in den 1950er Jahren hergestellt wurde und den nächsten Schritt in die Zukunft von Touring zeigt. Noch immer beinahe komplett von Hand hergestellt, an der Schwelle zur Serienproduktion. Dass Alfa Romeo Villa d'Este Klassiker auch fahrend eine Bella Figura machten, bewiesen sie bei einer Fahrt entlang des Comer Sees. Ziel war die Villa Lioni in Ossuccio. Sie ist ein Protagonist des italienischen Realismus, dessen Blütezeit etwa zeitgleich mit der Bauzeit der Alfa Romeo Villa d'Este Automobile war.